Hey Leute, ich bin Sichi und willkommen zu einem God of War Beta Multiplayer Gameplay Video. So, langer Titel. Das ist das erste Beta Gameplay, was ich euch mal zeigen kann hier. Ich habe euch ja zuvor sozusagen das Intro gezeigt von der Beta und nun mal ein Gameplay auf der Map oder ja, auf der Map The Desert of the Lost Souls. Das heißt dann so, dass die Wüste der verlorenen Seelen. Es wird ein sogenannter Mode mit dem Namen Team Favor of the Gods gespielt. Das ist eigentlich so wie Herrschaft. Man hat 3 Punkte, die man jeweils einnehmen muss. Und dafür, also dafür, dass man diese Punkte halt hat, kriegt man dann auch noch Punkte. Und auch wenn man Gegner erledigt. Deswegen Team Favor, weil man halt ein Team hat. Und ja, die Beta ist momentan super exklusiv. Also irgendwie nur so für 20.000 Leute erhältlich. Und irgendwie habe ich einen Schlüssel bekommen. Danke an Noob & Hoot dafür, dass ich diesen Schlüssel bekommen habe. Jedenfalls durfte ich ein paar Stunden das jetzt spielen, das Game, und habe mich ein bisschen damit beschäftigt und erzähle euch jetzt ein bisschen so meine Eindrücke und so weiter, wie das Spiel halt ist. Später die Beta, die dann für alle zugänglich sein soll, beziehungsweise dann öffentlich sein soll, ist dann im Januar, aber nur für PlayStation Plus Mitglieder. Also da braucht ihr PlayStation Plus, um dann die God of War Beta runterzuladen. Egal, also Leute, die God of War gespielt haben, die sollten das Prinzip halt kennen von den ganzen Kombinationen, also schwache Schläge, harte Schläge mit L1 und 3 zusammen kann man noch Spezialattacken machen. Ist halt alles so geblieben. Es gibt halt noch im Spiel oder generell auf der Map so einige Sachen, die man so einsammeln kann. Da sei es zum Beispiel so ein Hammer oder sowas oder Fallen aufstellen oder über solche Dinger rüberlatschen, sage ich jetzt mal, wo man dann seine Energie auffüllen kann, also seine Lebensanzeige, die hier als grün markiert ist, während sie bei den Gegnern natürlich rot ist. Hier nehme ich zum Beispiel jetzt gerade so einen Hammer auf und dann, der ist ziemlich stark, der haut den Gegner ziemlich weg. Und es gibt dann noch eine blaue Anzeige für Magie. Das Geile an God of War Ascension ist, man kann seinen Krieger so individuell anpassen, also ihr wisst schon, so mit verschiedener Kleidung, die natürlich auch verschiedene Fähigkeiten dann bereitstellt, zum Beispiel mehr Schutz oder mehr Angriff zum Beispiel. Und da gibt es halt echt unfassbar viele, sagen wir es mal, Perks und Ausrüstungen. Und außerdem wird dann der Krieger außerdem noch so ein bisschen stylisch aufgemotzt und dann sieht er ganz einfach nur geil aus. Ich hatte anfangs echt Probleme, vielleicht liegt es auch nur daran, dass hier wirklich nur Leute zocken, die wirklich verzweifelt an so einen Key rangekommen sind, beziehungsweise irgendwelche Redakteure sind da bestimmt auch noch hier mit dabei. Deswegen hatte ich echt Probleme, mich reinzufinden, weil das ist schon schwer. Es ist nicht einfach, aber man freut sich echt, wenn man einen niedergestreckt hat. Und ich glaube, ich mache hier selber auch nicht so viel Kills. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel das waren, aber trotzdem war es dann für mich ein Erfolgsgefühl, weil am Ende was Schönes zu sehen war, was ihr dann sehen werdet. Ihr seht hier gerade, hier fetze ich mich gerade mit dem, aber da ist noch eine Kiste, die man so einsammeln kann. Dafür gibt es dann so Orbs, also XP kann man sagen. Und ja, es ist halt auch so ein Level-System wie in Call of Duty, dass man halt nach jedem Spiel kriegt man Erfahrungspunkte und so weiter. Je besser man war, desto mehr Punkte kriegt man und desto mehr kann man aufsteigen und dann gibt es neue Sachen, die man freischalten kann. Also das typische Prinzip. Und das ist halt das erste Mal, dass in God of War ein Multiplayer vorkommt. Und ich muss sagen, der ist echt Bombe. Vielleicht ist er anfangs für Anfänger wirklich etwas schwer, weil man halt dann in so ein Spiel kommt mit irgendwelchen Leuten, die halt wirklich schon hart viele Ausrüstung haben und auch schon die Dinger drauf haben, die ganzen Kombinationen. Das könnte natürlich etwas nervig sein, aber man gewöhnt sich dran. Außerdem gibt es noch eine Halle, wo man selber so trainieren kann, die Sachen ausprobieren kann, die man sich freigeschaltet hat und so weiter. Und ja, wenn ich dieses Spiel überhaupt so an sich objektiv bewerten müsste, könnte ich das gar nicht. Also ich bin ein zu großer God of War Fan. God of War 3 war der Grund, warum ich mir eigentlich eine PS3 geholt habe. Es war nicht Call of Duty. Und ich habe God of War geliebt. Ich habe das Spiel extra noch auf Platin gezockt, ey. Ich habe mehrmals durchgespielt. Mindestens 10 Mal habe ich das Spiel durchgespielt. Es war ganz einfach nur das beste Spiel für mich. Also God of War ist meine liebste Reihe. Und mit Ascension, ey, da gehe ich dann ab, wenn das im März rauskommt. Und ich finde, anfangs war ich etwas geschockt. So, was? God of War ist ein Singleplayer-Game. Nun hat das einen Multiplayer auch noch mit drin. Aber das bockt. Das bockt. Es macht mir echt Spaß. Und ich glaube, das könnte sich auch gut etablieren. Aber natürlich ist bei mir auch der Singleplayer mehr weiter vorne. Naja, das war erstmal das Video zur Beta von God of War Ascension. Ich lasse das Gameplay jetzt noch ein bisschen. Ja, ich lasse das Gameplay noch zu Ende laufen, weil ich am Ende noch etwas Cooles mache. Und das solltet ihr sehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, ihr habt somit einen kleinen Überblick über den Multiplayer
von God of War Ascension erhalten. Und ja, checkt die Beschreibung für Facebook und noch weitere Links. Und ja, Leute, ich bin Zichi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao! Thousand favor to go. Thousand favor to go. In favor to go. Victory.